Stone, Heroes of Warcraft. Prinz Malkesar! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Hearthstone-Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Rotmac und wir spielen nun das Addon Karazhan. Auf heroisch natürlich die ganzen Bosse wieder, wie wir es gewohnt sind bei den Abenteuer-Addons von Hearthstone. Wir beginnen beim Prolog und zwar gegen den Prinz Malkesar. Und das Ganze spielen wir mit Medivh. Wir können hier gar kein eigenes Deck zusammenbauen. Deshalb ist es nicht wirklich eine Deck-Guide. Hier in diesem Video werde ich einfach ein paar Tipps und Tricks zeigen, wie ihr den Prinzen hier überwältigen könnt. So, und ich würde sagen, wir beginnen auch gleich. Los geht's und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Los geht's! Malkesar! Wo ist meine Einladung? Ihr schon wieder. Prinz Malkesar, so wird es ausgesprochen. Haben wir das gelernt? Alles klar. So, wir beginnen. Und zwar laden wir den Pyroschlag auch mal aus. Aus unserer Hand, den wollen wir nicht. Arkane Macht ist sehr gut. Am besten wartet ihr mit dem ganzen Zauberspielen, bis ihr zwei von denen in der Hand habt. Wir behalten die mal und auch die geheimnisvolle Rune. Na komm, wir hauen die weg. Arkane Macht ganz bestimmt behalten. Und jetzt schauen wir mal, was wir kriegen. Das Spitzenwort hier heißt Geduld. Und hier ist auch schon die Weisheit des Erzmagiers. Eure Zauberkosten in diesem Zug 0. Wichtig. Und wie gesagt, hier Arkane Macht. Ich bin ein Prinz der Eredar. Ich lasse die mal labern. Da kommt eine Antwort. Kommt nicht. Okay, gut, also Arkane Macht, wie gesagt, ihr habt in diesem Zug plus 5 Zauberschaden, dann Feuerball kennen wir und wir haben hier magische Rüstung, erhaltet 10 Rüstung und das nutzen wir auch gleich mal im ersten Zug, weil Rüstung ist nie verkehrt. Einmal die 10 Rüstung drauf und dann fertig. So, unsere Heldenfähigkeit ist Brillanz, Heldenfähigkeit zieht 3 Karten. Und da kommt, wie gesagt, mein Spitzenwort ins Spiel, Geduld. Wir müssen am Anfang etwas Geduld haben, wir müssen etwas warten, wir müssen uns die Hand füllen, hier mit guten Karten. Es ist schon mal ganz gut, wenn wir Weisheit des Erzmagiers und Arkane Macht in der Hand haben, zu Beginn. Hervorrufung ist natürlich auch nicht schlecht, momentan aber nicht wirklich nötig. Ne? Wir können natürlich mit Weisheit des Erzmagiers hier alle Zauber auf Null setzen, dann bringen uns die 5 Mana auch. Nichts. Ist jetzt aber nicht schlecht, weil wenn er hier einen Dicken rausbringt, dann können wir den mit Feuerball wegmachen. So, der Gegner hat 60 Life und 60 Rüstung. Wir 30 10. Das soll uns reichen. Gar kein Problem. So, ich mache erstmal hier 3 Karten ziehen. Und dann schauen wir mal, was wir hier da kriegen. Wir kriegen Astrales Portal. Nice. Dann wieder hier die Geheimnisse. Und wir kriegen Lehrling des Erzmagiers. Jedes Mal, wenn ihr einen Zauber wirkt, mischt ihr eine Kopie davon in euer Deck. Ist okay, brauchen wir aber eigentlich nicht zwingend. Ja, hier Astrales Portal werden wir im nächsten Zug nutzen. Das Problem ist, wenn ihr natürlich allzu lange warten, dann gibt es hier ein bisschen Stau auf der Hand und dann werden wir die Karten einfach abwerfen müssen. Und er macht hier seine Heldenfähigkeit und das bedeutet, er kriegt einen Abyssal. Oder wie das ausgesprochen werden mag. Ein 6-6er Dämon. Hier haben wir auch schon. Schreibt mich nicht so an! Abyssal? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Egal. So, jetzt können wir auch schon mal Feuerball gut nutzen. Und ich würde sagen, ich muss ganz kurz ausrechnen, hier Lehrling raus, 2, dann haben wir, nee, haben wir gar nicht, haben wir gar nicht. Wir müssen erstmal hier, nee, nicht Geheimnisse, was mache ich denn? Hier, 2 raus, dann haben wir noch 1 Mana, ich sag mal 6 Manas. Und mit 6 Manas können wir Heldenfähigkeit plus Feuerball nutzen, dann hauen wir den mal weg. Und wir haben wieder ein bisschen Platz auf der Hand, damit die neuen Karten nachziehen können. Das machen wir auch genau so, wie ich das gesagt habe. Wie gesagt, Lehrling, dann kriegen wir auch Hervorrufung nochmal ins Deck rein. Plus 5 Mana, das ist ganz schön. Und dann machen wir hier Feuerball drauf. Zack, der ist weg. Kriegen wir noch einen ins Deck, ist auch schön. Und dann kriegen wir auch noch neue 3 Karten.
Arcane-Explosion, okay, Feuerball nochmal und Hervorrufung. Nun können wir das ganze Spiel nochmal machen. Wie gesagt, am Anfang ein bisschen Geduld. Wenn wir hier Schaden reinkriegen, dann ist es mir eigentlich ziemlich egal. Ich sag mal, bis so 15 Life können wir runter scrollen. Ist kein Problem. So, wie gesagt, wir haben einmal Arcane Macht. Ein zweites Mal wäre sehr schön. Dann könnten wir die ganzen Feuerbälle hier ganz gut nutzen. Oder auch zum Beispiel hier Arcane Explosion. Macht dann ziemlich gut Schaden. So, er ist weg, der Lehrling. Das war zu befürchten. Wir kriegen noch Frostblitz. Jetzt können wir uns schon mal was überlegen, wie wir da vorgehen wollen, sollen, können, dürfen. Ich würde sagen, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Karten in der Hand. Ich glaube, das ist das Maximale. Das bedeutet, wir müssen mal was ausspielen. Und wir hauen erstmal die Geheimnisse raus. Kriegen mal 5. Und das sind die ganzen 5 Magiergeheimnisse. Spiegelgestalt, Gegenzauber, Eisblock, Effigie und Eisbarriere. Ich habe heute ein bisschen Mühe mit Aussprechen gewisser Namen und Wörter. So. Kommt mir auch nicht so in den Sinn. So, ich mache aber hier auch noch Astrales Portal. Ein legendäres Pokémon holen wir uns herbei. Oder wir machen das noch besser. Und zwar hauen wir ihn raus. Dann machen wir den mal weg. Das sind dann doch 6 Schaden. Das ist dann doch ein bisschen mehr, als mir lieb ist. Und da kommt hier Heldenfähigkeit. Wie gesagt, wir wollen Karten auf die Hand. Wir wollen jede Menge Karten auf die Hand. Flammenstoß, sehr gut. Arcane Geschosse, auch okay. So, was haben wir denn? 3, 6, 9 Karten wieder. Das ist ein bisschen blöd, denn die nächste Karte geht ins Leere. Das wäre eigentlich nicht das Ziel gewesen. Da kommt wieder so ein Dämon raus, Biss des Todes. Und dann haut ihr mir Schaden rein. Das wird natürlich hier Eisbarriere, sehr schön. Zerstäuben habe ich gar nicht, glaube ich, oder? Habe ich zerstäuben? Nee, zerstäuben habe ich nicht. Schande. Aber Eisblock ist schon mal gut. Eisblock ist schon mal gut. Das gibt uns noch mehr Zeit. Und wir sind auf 29 live runter. Und jetzt bitte nicht. Okay, wir können mehr Karten auf die Hand haben. Ist neu. Mir ist es neu. So, wir haben aber sowieso keine Diener draußen. Dann machen wir doch einfach mal, was wir machen können. Und zwar hauen wir erst einmal hier den raus. Weisheit des Erzmagiers. Unsere Zauber kosten alle 0. Und jetzt hauen wir mal ein bisschen was raus, damit wir dann auch kommt Zauberschaden. So. Dann hier ein legendäres Pokémon. Ich bin irgendwie voll in Pokémon-Fieber. Dann hauen wir raus. Wie viele haben wir? 1, 2, 3, 7. Na komm, wir schauen mal, was wir noch kriegen. Sehr gut. Nochmal 5 Zauberschaden. Genau, auf das habe ich gehofft. Sehr nice. So. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob es reicht. Weil das ist genau der ganze Trick am Ganzen. Der ganze Trick am Ganzen. Die Hand füllen, dann hier Zauberschaden raushauen bis zum geht nicht mehr. Und jetzt lassen wir es richtig schön krachen. Schön ist natürlich hier Flammenstoß. Machen wir alles weg. Badum. Weg ist das Ganze hier. Na gut, den einen, den lassen wir jetzt. Das geht in Ordnung für mich so. Da kann ich mit leben. Und dann hauen wir hier noch einen Legendärer raus. Was kriegen wir da? Boah, eine Farian, sehr schön. So, und dann hauen wir Schaden raus, Freunde. Dann hauen wir mal jede Menge Schaden raus. Hier 13 Schaden und da 11 Schaden. Nee, das machen wir natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich hätte auch das brauchen können. Statt Flammenstoß, egal. Da könnt ihr auch ein bisschen was lernen, was ich falsch mache. So, raus damit. Der hat nämlich hier immer noch Biss des Todes. So ist es eingefroren. Nochmal 13 Schaden. Das geht leider nur auf Diener. Damit müssen wir jetzt leben können. Schade, Pyroschlag hatte ich nicht auf der Hand. Wäre natürlich auch toll mit dem Pyroschlag zusammen. Jo, so viel Life hat er jetzt nicht abgegeben. Aber wir haben natürlich 2 große Diener draußen. Das ist nicht schlecht. Wir haben hier noch Verwandlung und Arcane Explosion. Und fertig ist. Geht natürlich jetzt alles runter wieder auf Ballons, den normalen Stand. Ballons, wir haben die Ballons vergessen. Sir, Murlocs haben Angst vor Ballons. Erinnert ihr euch an letzte Woche? Ja, Murlocs und Ballons, liebe Freunde, lasst euch das gesagt sein, eine ganz schlechte Kombination. So, jetzt kriegen wir hier noch 4 Schaden. Ne, kriegen wir nicht, weil Gegenzauber, ne? Profi am Werk. So, Lehrenrufer. Den kopieren wir mal, obwohl wir keinen Dämon auf der Hand haben.
Ich glaube, wir haben auch gar keinen Dämon im Deck. Ist ein bisschen schade. Aber da gibt es Schlimmeres. So, dann machen wir mal hier. Schauen wir mal, was wir noch kriegen. Weil ich möchte noch ein bisschen mehr. 5 Mana-Kristalle. Nee. Alles nicht so toll. Alles nicht so dolle. Wir machen mal hier das drauf. Und dann lassen wir uns leiten. Vom Schaden. Los, drauf da. Alles schön drauf da. Wir wollen richtig schön Damage machen. Der kommt runter auf 48. Perfekt gespielt ist natürlich so, wenn ihr mit den ganzen Zauberschadenkarten und euren ganzen Schadenzauber den einfach mal wegkloppen könnt. Ich versuch's jetzt mal so. Das geht natürlich auch, wenn ihr mit großen Dienern hier... Jetzt labern die alle. Ja. Hier, Mal'Ganis. Mal'Ganis, böses Ding. Gefällt mir nicht. Ich habe keinen Dämon in der Hand, von daher, der geht weg. Hier wird noch Schaden gemacht. Na super. Jetzt kriegen wir hier noch einen Diener, der nicht so viel kostet, leider. Aber der natürlich auch ein bisschen Platz schafft, um Mal'Ganis wegzuhauen. Der muss eigentlich weg. Ich überlege mir gerade, ob es da noch eine bessere Möglichkeit gibt. Mana. Wir ziehen uns mal Karten. Lehrling ist nicht... Oh, da ist Büroschlag. Ist natürlich toll. Und nochmal Zauberschaden. Sehr gut. Also, wir machen das so. Genau wie Mediv sein. Genau so wie Mediv. Nicht anders. Genau so möchte ich sein. Dann, das sind nur 2 Schaden. Ah, weißt du was? Weißt du was? Bist ja nicht doof, ne? Bist ja nicht doof. Machst hier Zauberschaden raus. Dann. Hier, 12 Schaden ins Gesicht. Und jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Verdammte Axt, kostet natürlich immer noch 10. Ich kann noch 5 Schaden, 5 Mana hinzufügen. Das bringt mir aber momentan nicht viel, weil Schaden auf ihn macht es nicht. Aber ich kann hier mit meinen Dienern ihm ins Gesicht gehen. Und dann sind die Pyroschlag-Schaden auch gut aufgehoben. Noch 10, müssen noch 20 Schaden machen. Das sollte ich eigentlich hinkriegen im nächsten Zuge. Das sollte eigentlich reichen, ja. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst. War jetzt nicht perfekt gespielt, aber ihr habt hoffentlich gesehen, um was es geht. Für die, die noch Probleme hatten mit dem Boss, weil es, ja, man kann Probleme haben mit ihm. So, nochmal 5 Zauberschaden. Ist ja herrlich. Ist herrlich. So, raus damit. So, und dann hier hauen wir mal alles weg, was da noch so blöd rumsteht. Zack. So, den haue ich jetzt auch einfach mal weg, weil ich es kann. Hier damit. Er hat nur noch eine Karte in der Hand. Ist ja mir eigentlich egal. Ich kriege sowieso jede Karte nochmal ins Deck rein. Hier die Spiele. Dann schauen wir uns die Karten an, die ich hier kriege. Das ist natürlich nice. Das sollte... Reicht das? Das reicht, glaube ich, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Nein. Na komm, dann lassen wir es auch. So. Aber gesehen, die Zauberschadenkarten sind eigentlich der Schlüssel zum Ganzen. Jetzt zieht ihr auch noch 3 Karten. Der kleine Schweinehund hat aber 0 Mana. Und soll es recht sein. Reicht zwar immer noch nicht, wie ich gerade sehe. Ich möchte genau wie Mediv sein. Diesmal raus. Hier, ich warte noch. Vielleicht gibt es noch eine Zauberschadens-Plus-Karte. Nee, aber alle Zauberkosten 0 ist auch schön. Dann machen wir hier noch Geheimnisse. Ja, komm. Machen wir hier Geheimnisse. Und hier noch Rüstung. Und hier noch Diener. Legendärer. Alles in Ordnung. Wir haben noch 5 Karten im Deck. Nicht mehr viel. Aber hier Alexstrasza ist auch noch mit von der Partie. Und jetzt sollte es aber wirklich das gewesen sein. Weil im nächsten Zug haben wir 10 Mana. Wollte ich sagen. Ist egal. Wir haben Weisheit des Erzmagiers. Damit machen wir es dann. Nur gut. So, Weisheit des Erzmagiers. Wo ist sie? Da. Kommt raus. Alles 0. Dann Pyroschlag mit 11 Schaden. So, wir könnten es auch damit machen. Machen aber hier mit Frostblitz. Und dann haben wir das Spiel auch schon gewonnen. Also, zurück, wunderbar. Wo ihr herkommt, Dämon. Ihr kommt mit mir. Und Sieg. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt. Gut. Das ist gar nicht gut. Doch, es ist gut. Es ist, war nicht perfekt, aber es war gut. Kann man so sagen. Also, noch einmal für alle im Kurzformat. Wir müssen unsere Hand füllen mit Zauberschadenkarten. Also mit Zauberschadenkarten. Und
Schaden. Ja, und dann einfach drauf. Einfach drauf. Habt ein bisschen Geduld, auch wenn ihr am Anfang Schaden fresst. Soll egal sein, wirklich. Also ihr könnt runter bis auf 15. Ihr habt ja immer noch diese ganzen Geheimniskarten, wo ihr Eisblock hernehmen könnt. Ihr habt Rüstungen, die ihr nehmen könnt. Ja, wie gesagt. Und ihr müsst halt selber entscheiden, ob ihr die Feuerbälle braucht, um seine Dämonen wegzuhauen. Ich würde es empfehlen, teilweise, es kommt auch auf die Spielsituation drauf an, aber auf jeden Fall klappt das so wunderbar. Hand füllen und dann alles ins Gesicht werfen, und wenn ihr ein bisschen Glück habt mit den legendären Dienern, die ihr beschwören könnt, dann ist es sowieso kein Problem. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die nächsten Videos werden natürlich da ein bisschen kniffliger, weil wir da Decks zusammenstellen müssen. Ich denke mal, innerhalb dieser Woche kommen die nächsten Videos auch. Ich muss mal schauen, wie ich die Zeit dafür habe. Danke fürs Zuschauen und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Rotmack. Ciao.